Der alte Bundestag änderte die Geschäftsordnung plötzlich so, dass nicht mehr der älteste Abgeordnete, sondern der mit der längsten Dienstzeit die erste Sitzung als Alterspräsident eröffnen sollte. Und das würde dann nicht mehr ein AfD-Abgeordneter sein. Wie groß, frage ich Sie, wie groß muss die Angst vor der AfD und ihren Wählern sein, wenn sie zu solchen Mitteln greifen? Tja, da ist schon was dran. Helle Aufruhr bei den Konsensparteien. Da kommt doch tatsächlich einer, der es wagt, bei den entscheidenden Fragen andere Meinungen zu vertreten. Na, das geht ja gar nicht. Schnell noch ein paar Steine in den Weg schmeißen. Den Vogel hierbei schießt natürlich die CDU ab. Wenn man schon keinen geeigneten alten Kandidaten derzeit im Rennen hat, dann gräbt man ihn aus der Seniorenunion aus. Also, Leute, keine Worte. Aktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, immer deutlicher zeigte sich im Verlauf dieses Jahres, dass die AfD in den Bundestag einziehen würde und dass sie auch den Alterspräsidenten stellen würde, weil sie neben vielen jungen Abgeordneten eben auch den Ältesten mit an Bord hatte. Als dies deutlich wurde, meine Damen und Herren, änderten sie hier im alten Bundestag ganz schnell die Geschäftsordnung, knapp vor der Wahl, 2 Wochen vor Ende der Sitzungsperiode. Meine Damen und Herren, das war ein so durchsichtiges Manöver, dass wir Ihnen hier nicht durchgehen lassen. Eine Liste, mit der Sie die AfD ausgrenzen wollten, das kann so nicht weitergehen. Denn die AfD hatte gerade den 13. Wahlsieg in Folge erzielt. Eine Triumphserie bei Landtagswahlen, die so zuvor keine Partei nach ihrer Gründung erzielt hatte. Der alte Bundestag änderte die Geschäftsordnung plötzlich so, dass nicht mehr der älteste Abgeordnete, sondern der mit der längsten Dienstzeit die erste Sitzung als Alterspräsident eröffnen sollte. Und das würde dann nicht mehr ein AfD-Abgeordneter sein. Sie begründeten dies damit, dass nur der dienstälteste Abgeordnete eine korrekte Sitzungsleitung sicherstellen könne. Das war das Argument. Aber, meine Damen und Herren, seit 1848 ist in Deutschland Tradition, dass die konstituierende Sitzung vom ältesten Mitglied der Versammlung natürlich eröffnet wird. Eine Tradition von der Frankfurter Paulskirche bis Gustav Stresemann, von Adenauer über Brandt bis Kohl, ja bis zu den ersten Regierungen Merkel. Alle Reichstage, alle Bundestage konnten dem Argument Dienstalter nichts abgewinnen. Es ist ja auch klar, in 150 Jahren Parlamentsgeschichte blieb die Regel des Alterspräsidenten unangetastet. Unangetastet? Es gab eine Ausnahme. 1933 hat Hermann Göring die Regel gebrochen, weil er politische Gegner ausgrenzen wollte. Damals Clara Zetkin. Wollen Sie sich auf solch schiefe Bahn begeben? Kommen Sie zurück auf die Linie der großen deutschen Demokraten. Dazu fordere ich Sie hier auf. Denn stets, stets eröffnet der Parlamentarier, der aufgrund von Lebenserfahrung und Altersweisheit Versammlungen besonders umsichtig eröffnen konnte. Das war die Idee über 150 Jahre, das war die Tradition, weil zur bloßen Eröffnung ja gar kein geballtes Geschäftsordnungswissen vonnöten ist. Es wird ja gleich ein Versammlungspräsident gewählt, der das alles weiß und versiert in der Sache dann ist. Auch deshalb ist Ihr Argument, der Dienstälteste müsse aus fachlichen Gründen eröffnen, schlichtweg unsinnig, meine Damen und Herren. Selbst die Presse, die uns ja nicht durchgängig gewogen ist, warnte, dass dieses Manöver gegen die AfD durchsichtig sei, sprach von Lex AfD, der Tagesspiegel sprach von Trickserei, Focus resümierte, die Entscheidung wirft kein gutes Licht auf die parlamentarische Kultur in Deutschland. Recht hat er, meine Damen und Herren. Wie groß, frage ich Sie, wie groß muss die Angst vor der AfD und ihren Wählern sein, wenn sie zu solchen Mitteln greifen? Deswegen fordere ich Sie auf,
Kehren Sie um, vertrauen Sie wie wir den bewährten Traditionen des deutschen Parlamentarismus, stimmen Sie unserem Antrag zu. Und meine Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis, der alte Bundestag wurde abgewählt, indem Sie alles noch untereinander regeln und die Konkurrenz wegdrücken konnten, wie hier bei der Frage des Alterspräsidenten. Das Volk hat entschieden, nun beginnt eine neue Epoche, meine Damen und Herren. Von dieser Stunde an werden hier Themen neu verhandelt. Nicht nur Ihre Manöver und Tricks bei der Geschäftsordnung, künftig auch über Euro, gigantische Schuldenübernahmen, riesige Einwanderungszahlen, offene Grenzen und immer brutalere Kriminalität auf unseren Straßen, meine Damen und Herren.